Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Run, Granny, run, he says. The police are trying to rescue the civilians of Vovchansk. The Russians are on the edge of town. Russland geht wieder in die Offensive. Zuerst in Dörfern im Nordosten der Ukraine, wie in diesem Nachrichtenbeitrag von Channel 4 News. Aber auch die Großstadt Kharkiv ist in Reichweite. Die Lage ist immer noch unübersichtlich. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch laute Kritik an den Verteidigungslinien, weil diese wohl teilweise gefehlt oder an den falschen Stellen errichtet worden seien. Während die Ukraine auf dringend benötigte Hilfslieferungen wartet, stellt Russland die Weichen für einen langen Krieg. Droht jetzt tatsächlich die Gefahr, dass Wladimir Putin die Oberhand gewinnt? Die sehe ich absolut. Ich habe am Beginn des Jahres darauf hingewiesen, dass wir dieses Jahr möglicherweise einen Kulminationspunkt erleben werden. Wir besprechen heute mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und mit der Standard-Kiew-Korrespondentin Daniela Prugger, wie kritisch die Lage für die Ukraine wirklich ist. Daniela Prugger, du berichtest für den Standard aus Kiew in der Ukraine. Und aus der Ukraine hören wir gerade wieder beunruhigende Neuigkeiten, nämlich über neue russische Angriffe, vermehrte und sehr große, vor allem im Nordosten des Landes, in der Nähe der Stadt Kharkiv. Warum wird gerade dort jetzt wieder mehr angegriffen als früher? Ja, also es ist so, dass die Stadt Kharkiv ja schon seit Wochen sehr stark angegriffen wird von Russland. Also Drohnen- und Raketenangriffe stehen mehr oder weniger an der Tagesordnung und den Russen ist es auch zuletzt gelungen, die Energieversorgung zu beschädigen. Das heißt, es gibt auch wieder Stromausfälle, geplante, die eben auch jeden Tag stattfinden und die wir hier in Kiew zuletzt im Winter 2022 erlebt haben. Das heißt, diese Angriffe und diese sehr angespannte Lage in Kharkiv ist an sich nicht neu. Und dass es auch Kämpfe dort geben könnte, das wurde auch schon im April berichtet. Allerdings sind das natürlich beunruhigende Nachrichten, die wir in der Form schon länger nicht gehört haben. Den Russen ist es natürlich in den letzten Monaten auch gelungen, einige Gebiete im Donbass einzunehmen. Aber gerade im Oblast Kharkiv ist es so, dass der ja im ersten Kriegsjahr, also 2022, teilweise unter russischer Kontrolle stand. Im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive im Herbst 2022 ist es dann gelungen, die meisten Gebiete wieder zurückzuerobern. Und das, was dort jetzt stattfindet, das sind Kämpfe, die die Bewohner schon einmal erlebt haben. Und deswegen kann das natürlich auch eine demoralisierende Wirkung haben auf die Bevölkerung, weil es sich dabei natürlich um eine Art Déjà-vu handelt. Dazu muss man auch wissen, Kharkiv liegt sehr weit im Nordosten. Das heißt, es ist eigentlich relativ weit weg von dieser intensiven Front, wo in den letzten Monaten eben wir sehr viel gehört haben von den Kämpfen eben im Donbass und so weiter. Wie gut ist denn die ukrainische Verteidigung da in dieser Region im Nordosten aufgestellt? Die Lage ist immer noch unübersichtlich. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch laute Kritik an den Verteidigungslinien, weil diese wohl teilweise gefehlt oder an den falschen Stellen errichtet worden seien. Es ist so, dass die Dörfer, die Russland jetzt eingenommen hat, teilweise verlassen waren oder dass dort nur sehr wenige Menschen gewohnt haben und dass das Dörfer sind, die unmittelbar an der Grenze zu Russland liegen. Ich war auch schon einmal in solchen Dörfern unterwegs und man kann Russland mehr oder weniger mit freiem Auge von dort sehen. Das heißt, das soll wohl auch der Grund dafür sein, dass der Bau der Befestigungsanlagen so schwierig war und ist, weil man dann ja immer damit rechnen hätte müssen, dass man während des Baus angegriffen wird. Aber es gab eben auch diese Kritik, zum einen vom Kommandeur einer ukrainischen Spezialaufklärungseinheit, der hat gestern der BBC ein Interview dazu gegeben. Das ist Denis Jaroslawski, der selbst im Herbst 2022 an dieser Gegenoffensive in Kharkiv teilgenommen hat und jetzt wieder dort im Einsatz ist. Und der sagte eben, dass er diese Verteidigungsanlagen so nicht gesehen hat, wie sie angekündigt worden sind von den Behörden. Das heißt, es soll zum einen auch keine verminten Felder gegeben haben, obwohl das behauptet worden sein soll. Und er meinte dann auch in diesem Interview, entweder war das ein Akt der Nachlässigkeit oder der Korruption. Am Abend hat sich gestern dann auch noch der ehemalige Präsident Petro Poroschenko dazu geäußert, der ja gemeinhin als Selenskys Rivale gilt. Und der hat auf Telegram
gesagt, dass die Regierung jetzt zwar eine nationale Einheit bilden muss, aber dass man nicht dulde und zuschaue, was mit dem Bau von den Befestigungsanlagen geschieht oder eben nicht geschieht. Mhm. Man wird jetzt angesichts der verstärkten russischen Angriffe wahrscheinlich auch umso dringender warten auf diese angekündigten US-amerikanischen Militärhilfen, die jetzt vor kurzem tatsächlich versprochen worden sind. Ist davon in der Ukraine mittlerweile eigentlich schon was zu spüren? Die sollen jetzt geliefert werden und teilweise ankommen, aber dass sich die Lage sofort entspannt, davon ist nicht auszugehen. Das heißt, hier wird man auch abwarten müssen. Zum anderen ist es so, dass der US-Außenminister Antony Blinken heute hier in Kiew eingetroffen ist. Wir kennen diese Besuche. Das sind zum einen natürlich Solidaritätsbekundungen und man will den Ukrainern hier auch Mut machen. Aber Zelensky hat dieses Treffen auch gleich genutzt, um zu erwähnen, dass man eben noch mehr Patriot-Luftabwehrsysteme benötigt, vor allem eben um Kharkiv zu verteidigen und auch das Gebiet Kharkiv. Aber das heißt, es könnte auch sein, dass Russland da jetzt eben noch diese großen Angriffe startet, um eben die Zeit auszunutzen, bevor die Militärhilfen im vollen Umfang angekommen sind. Oder sehe ich das falsch? Auch das könnte passieren. Allerdings ist es wohl so, dass die große Offensive noch immer im Donbass erwartet wird. Also gerade dort bei Chasiv-Yar, wo ja heftige Kämpfe stattfinden. Und da wird wohl der Hauptschauplatz sein dieser Offensive, die seit Monaten angekündigt wurde. Um diese russischen Angriffe im Nordosten der Ukraine militärisch zu analysieren, haben wir auch den Ukraine-Experten des österreichischen Bundesheers angerufen, Oberst Markus Reisner. Die Qualität der Telefonverbindung ist nicht ganz so gut, wie wir das sonst von Aufnahmen gewohnt sind, aber die Analyse ist natürlich trotzdem umso wichtiger. Herr Oberst, was ist denn Ihre Einschätzung, was Russland mit diesen Angriffen in der Nähe von Kharkiv gerade erreichen will? Ja, tatsächlich sehen wir eine neue Offensive nördlich der Großstadt Kharkiv. Wir sehen, dass vermutlich hier drei Aspekte zu bewerten sind. Der erste Aspekt, und das ist auch gleichzeitig das russische Narrativ, ist quasi, dass man eine Art Bufferzone schaffen möchte, um die Angriffe der Ukraine auf russische Städte wie Belgrad zu beenden. Dem widerspricht die Ukraine vehement und sagt, dass diese Angriffe nicht von der Ukraine kommen, sondern von Russland selbst durchgeführt werden, um einen Vorwand zu schaffen. Der zweite Aspekt ist sicherlich auch ein wesentlicher, das ist jener, dass sich die Front für die Ukraine faktisch um weitere 200 Kilometer verlängert hat und die Ukraine jetzt gezwungen ist, an einem neuen Abschnitt neue Reserven zu generieren, was natürlich die Situation für sie ungleich schwieriger macht, vor allem wenn sie daran denken, dass zurzeit massiv versucht wird, quasi die Vorstöße im Donbass, also Avdiivka und Bakhmut, abzuhalten. Und der dritte Aspekt, der ist also auch mittelfristig und langfristig interessant. Man sieht, dass Russland hier versucht, eine Art Bereitstellungsraum in Besitz zu nehmen, der sich dann eignet für einen größeren Ansatz Richtung Kharkiv. Warum ist das jetzt noch nicht der Fall? Weil die Truppenteile, die jetzt eingesetzt sind, in ihrer Ausprägung und Stärke von knapp 70.000 Mann plus Fahrzeuggerät, Panzer und Ausstattung noch nicht dafür geeignet sind, tatsächlich bis nach Kharkiv vorzustoßen. Wir können jetzt in den nächsten Tagen davon ausgehen, dass die ersten ukrainischen Verteidigungsstellungen nördlich der Stadt Kharkiv, also unmittelbar im Grenzraum, erreicht werden von russischen Truppen. Und jetzt wird sich entscheiden, wie dieser Ausbauzustand sich tatsächlich darstellt, ob es gelingt, quasi diesen russischen Vorstoß abzuwehren. Also sehen wir da so eine Art Vorhut, die dann noch zu einer Großoffensive, zu einer neuen Großoffensive von Russland führen könnte. Verstehe ich das richtig? Genau, so kann man das bezeichnen. Wir sehen also hier eindeutig wieder die Grammatik eines Abnutzungskrieges. Das heißt, der Angreifer versucht, den Gegner an verschiedenen Stellen zu binden, versucht ihn zu zwingen, seine kostbaren Reserven auszuspielen. Und je nach Erfolg, abhängig von dem Ansatz der jeweiligen russischen Gruppierung, wird dann quasi entschieden, ob dieser weitere Ansatz genährt wird oder ob an einer anderen Stelle ein neuer Ansatz versucht wird. Das Gleiche hat übrigens auch die Ukraine versucht in den letzten 14 Tagen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass auch ukrainische Marineinfanterie versucht hat, im Raum Kherson Brückenköpfe, so wie damals bei Grinki, auf der anderen Seite des Dnepr zu schlagen. Auch hier schwingt also der Versuch mit der Ukraine, quasi hier die ukrainischen Kräfte im Donbass zu entlasten, indem Russland seine Kräfte verschiebt, und genau dasselbe Spiel versucht jetzt auch Russland im Norden von Kharkiv. Herr Oberst, wenn wir genauer nach Russland noch hineinschauen, dann haben wir da am Wochenende etwas sehr Außergewöhnliches gesehen, dass nämlich Wladimir Putin sozusagen seinen Verteidigungsminister gefeuert hat. Können Sie einschätzen, warum das passiert ist, wie es dazu kommen konnte? Ja, auch hier muss ich eine nüchterne Einschätzung abgeben. Mit der Neubestellung des Verteidigungsministers hat Russland eine Entscheidung getroffen, die aus meiner Sicht genau dieser Natur des Abnutzungskrieges entspricht. Wir haben hier einen Wirtschaftsökonomen, von dem erwartet wird, dass er faktisch das Land auf einen langen Kriegszustand vorbereitet.
Shoigu selber wurde nicht jetzt quasi degradiert, sondern er hat eine sehr wichtige Funktion übernommen. Er wurde Sekretär des Sicherheitsrates. Und man muss also hier jetzt erkennen, dass im Prinzip es eine Art Quadriga gibt an Personen, die also hier handeln. Das ist einerseits quasi Putin, das ist andererseits der neue Verteidigungsminister Belousov und das ist also natürlich auch Gerasimov, der Generalstabschef, der eine Rolle spielt. Hinzu kommt jetzt auch Shoigu als Sekretär des Sicherheitsrates. Und diese vier Player sind im Wesentlichen die, die das Geschick Russlands in den nächsten Wochen und Monaten bestimmen werden. Und hier war es so, dass die Entscheidung für diesen neuen Verteidigungsminister eine klare Entscheidung war im Sinne des Abnutzungskrieges, im Sinne quasi einer ökonomischen Aufstellung des Landes auf einen langen Krieg. Und wie könnte sich das dann ganz praktisch auf dem Schlachtfeld auswirken? Also wird man da wirklich konkrete Veränderungen sehen durch diese Rochade? Für Russland bedeutet das, dass die Gesellschaft, die bereits jetzt in einem hohen Maße militarisiert ist, noch weiter durchmilitarisiert wird und alle Ressourcen quasi faktisch nicht der Kriegsführung unterzuordnen haben. Das heißt, die Ressourcengewinnung zielt darauf ab, hier die Rahmenbedingungen zu schaffen für einen langen Krieg. Und was wir erkennen, ist bereits das, was wir jetzt sehen, dass aufgrund dieser Möglichkeiten es für die Russen quasi ganz klar auch möglich geworden ist, neue Offensiven zu starten, so wie das jetzt nördlich von Kharkiv der Fall ist. Und hier ist die Frage, ob irgendwann dann der Punkt kommt, wo diese Ressourcen, die natürlich auch begrenzt sind, man kann also davon ausgehen, dass auch Russland dieses Abnutzungsverhältnis eine gewisse Zeit durchhalten kann, aber möglicherweise länger als die Ukraine es durchhalten kann, wenn die Ukraine nicht die Unterstützung des Westens bekommt. Wie kritisch ist die Situation gerade? Die Ukraine hat sehr, sehr lange und für viele auch sehr überraschend durchgehalten. Sehen Sie jetzt die Gefahr, dass sie wirklich den Krieg noch verlieren könnte durch diese Zuspitzung in den aktuellen Tagen und Wochen? Die sehe ich absolut. Ich habe am Beginn des Jahres darauf hingewiesen, auch als Resultat quasi der angekündigten Strategieänderung der Ukraine von der Offensive in die Defensive, dass wir dieses Jahr möglicherweise einen Kulminationspunkt erleben werden, der sich darin ausdrückt, ob die Ukraine in der Lage ist, quasi den massiven Druck der Russen quasi weiter entgegenzuhalten, vor allem im Hinblick darauf, dass Russland es schafft, mit der Unterstützung des globalen Südens quasi steht, einen Ressourcenzufluss an die Front bewerkstelligen zu können, während die Ukraine faktisch sich von einem Hilfspaket zum nächsten handeln muss. Und da muss man klar verstehen, dass der Westen faktisch es in der Hand hat, wie die Ukraine die nächsten Wochen und Monate dieses Krieges tatsächlich beeinflussen wird können. Ob es gelingt, quasi zumindest die bereits jetzt im Besitz befindlichen Gebiete und befreiten Gebiete wieder zu halten, oder ob man hier quasi Gebietsverluste in Kauf nehmen muss, so wie das mittlerweile auch von den ein oder anderen ukrainischen Offiziellen zähneknirschend auch bekannt gegeben wird, mit dem Hinweis, dass etwas zu tun wäre. Schwierige Aussichten auf eine kritische Phase. Herr Oberst Markus Reisner, vielen Dank für die Eindrücke und für die Analysen. Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen und liebe Grüße. Wie es den UkrainerInnen mit dieser sehr schwierigen Lage geht und welche Antwort sie darauf haben, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll. Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite. Der Standard, der Haltung gewidmet. Daniela Brugger, du hast schon erzählt, dass Russland im ersten Kriegsjahr des Ukraine-Kriegs die Stadt Kharkiv schon fast erobert hätte, dass auf jeden Fall große Teile der umliegenden Region unter russischer Kontrolle waren. Jetzt wird dort wieder vermehrt gekämpft. Wie sehr muss die Bevölkerung dort schon traumatisiert sein von diesen Kampfhandlungen? Du hast es schon angesprochen, aber wie geht es den Menschen dort jetzt? Kharkiv hat sich ja seit Beginn dieser Invasion mehr oder weniger an der Front befunden. Das heißt, auch wenn die Gebiete im Jahr 2022 von der ukrainischen Armee zurückerobert wurden, war die Lage dort nie entspannt. Und es ist so, dass vor allem in diesen Dörfern, die sich in der Nähe der Front befinden, vor allem ärmere und ältere Menschen wohnen. Also ich habe, wie gesagt, auch einige dieser Dörfer selbst besucht und die Menschen dort sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele sind natürlich traumatisiert oder haben keine andere Möglichkeit, irgendwo hinzuziehen oder irgendwo anders einen Job zu finden. Es gibt sehr viele Gebiete, die als vermint gelten, die man auch immer noch nicht entminen kann, weil sich diese Gebiete in unmittelbarer Nähe zur russischen Front, zur russischen Grenze befinden. Und wenn man eben dort mit den Menschen spricht, dann merkt man die große Erschöpfung. Man sieht es den Menschen auch an und auch in der Stadt Kharkiv, die ja auch nicht als sicher gilt. Ich habe gestern mit einem freiwilligen Helfer dort telefoniert, der eben seit Tagen dabei hilft, Menschen zu evakuieren, vor allem aus Ovchansk, aus dieser Kleinstadt, wo eben derzeit auch gekämpft wird. Und der hat mir erzählt, dass das Haus, in dem er selbst wohnt, auch vor wenigen Tagen beschädigt wurde durch einen Luftangriff und dass er seit
seitdem keine Fenster mehr hat, dass er immer noch in dem Haus wohnen kann. Aber das ist sozusagen die Lage. Und die meisten Menschen, die evakuiert werden, die werden zunächst nach Kharkiv gebracht. Dort wurden auch mehrere Versorgungspunkte eingerichtet. Aber es handelt sich wieder um tausende Menschen, die eben vor einer sehr unsicheren Zukunft stehen. Man sieht ja gerade auch wirklich sehr viele bedrückende Nachrichten und auch Videos von Soldaten, die alten Damen sagen, Babuschka, du musst fliehen, die Russen kommen und eben diese großen Evakuierungen durchführen im Nordosten der Ukraine. Daniela, du bist in Kiew, in der Hauptstadt, wohl doch einige hundert Kilometer entfernt. Wie ist dort die Stimmung jetzt angesichts dieser verstärkten Angriffe? Macht man sich dort auch Sorgen, dass Russland über Kharkiv oder über andere Gebiete durchbrechen könnte, wieder die Oberhand gewinnen könnte in diesem Krieg? Die Situation ist so, dass die Stimmung derzeit generell in der Bevölkerung eher negativ ist, fast schon pessimistisch. Das haben mir Soziologen vor kurzem im Interview auch gesagt. Man merkt jetzt hier in Kiew nicht, dass die Stimmung gekippt ist aufgrund dieser Angriffe in Kharkiv. Es gibt immer noch einen sehr großen Patriotismus. Die Resilienz ist immer noch hoch und man glaubt auch noch immer, dass man das Land verteidigen kann vor den russischen Truppen. Allerdings befindet sich Kiew eben, wie du schon gesagt hast, sehr weit entfernt von der Front im Donbass oder eben auch in Kharkiv. Und hier zeigt sich einfach ein ganz anderes Bild. Also allein schon, wenn man sich umschaut, mittlerweile haben die Gastgärten wieder geöffnet. Man sieht wieder Live-Fahrräder in den Straßen. Am Wochenende findet hier ein großes Rave-Festival statt. Obwohl es noch immer diese Ausgangssperre gibt, ist es aber so, dass die Menschen hier teilweise noch immer eine Normalität leben können. Zara hat vor kurzem wieder geöffnet im April, nachdem die Geschäfte fast 2 Jahre lang geschlossen hatten. Und das heißt, wenn man mit Soziologen spricht, dann ist das eben auch ein Zeichen dafür, dass es eine Art Spaltung gibt in der Gesellschaft. Es spüren zwar alle den Krieg in der Ukraine, aber eben nicht auf dieselbe Art und Weise. Und das sind wohl auch Risse, die größer werden in den nächsten Monaten, weil es macht einen Unterschied, ob man eben hier in Kiew lebt oder in einem Dorf an der russischen Grenze im Oblast Kharkiv, das eben wieder betroffen ist von Kampfhandlungen. Und gleichzeitig sieht man in Kiew überall an den Straßenrändern Plakate, die dazu aufrufen, dass man in die Armee eintritt. Und wenn man mit Soldaten spricht, dann stößt die Atmosphäre hier in der Hauptstadt auch oft auf Unmut, weil man sagt, ja, während wir kämpfen an der Front, können die jungen Menschen hier in Kiew feiern gehen und Kaffee trinken. Und das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Konfliktpotenzial für die Zukunft. Wenn wir jetzt schon über die Stimmung und über die Menschen reden, da hat man ja auch sehr oft gehört in den letzten Monaten jetzt mittlerweile schon, dass neben der Ausrüstung, neben der Munition langsam auch einfach die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine, wenn man das so sagen kann, fehlen an der Front. Gibt es da irgendeine Aussicht, dass eben genug Menschen überhaupt noch kämpfen in der Ukraine, um sich verteidigen zu können? Oder wie kritisch ist die Lage da wirklich am Ende des Tages? Ja, das ist eine der großen Fragen und hier wird immer öfters auch die Kommunikationsstrategie der Regierung kritisiert, weil die sehr unklar ist. Also Zelensky hat ja Ende des vergangenen Jahres gesagt, dass die Armee 450 bis 500.000 Menschen braucht. Dann hat Sirski vor kurzem diese Zahl nach unten revidiert, aber man hat hier einfach kein klares Bild von der Situation. Zum anderen ist es so, dass am Wochenende ein neues Mobilisierungsgesetz in Kraft tritt, das eben zum einen vorsieht, dass das Einberufungsalter von 27 auf 25 Jahre heruntergesetzt wird. Das heißt, hier wird jetzt auch die Gen Z zum ersten Mal wirklich betroffen sein. Und zum anderen, wenn man sich Umfragen anschaut, zum Beispiel von der Rating Group, dann ist es so, dass gerade die jüngeren Menschen eine andere Einstellung haben zur Mobilisierung als die älteren. Wenn man sich die Befragung anschaut, dann hat mehr als die Hälfte der Befragten über 60 angegeben, dass zu wenig mobilisiert wird. Und bei den Jüngeren lag der Prozentanteil lediglich bei 20%. Dann kommt noch dazu, dass es immer noch keine Demobilisierung gibt. Das heißt, wenn man in die Armee eintritt, dann weiß man nicht, wie lange man eigentlich kämpfen wird. Und es gibt eben auch sehr viele Soldaten und Soldatinnen, die seit mehr als 2 Jahren kämpfen. Und das wird auch immer stärker kritisiert. Es gibt Experten, die sagen, dass eine Demobilisierung dazu führen könnte, dass sich mehr freiwillig dazu entscheiden, in die Armee einzutreten, weil es dann eben auch ein Licht am Ende des Tunnels gibt, wenn man so möchte. Aber das wurde jetzt wieder verschoben, diese Diskussion. Und ja, das heißt, auch hier wird man sehen, wie sich die Mobilisierung verändern wird. Aber sie soll auf jeden Fall strenger werden. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch in Kiew viele Menschen oder junge Menschen, die sagen, dass sie nicht kämpfen wollen. Allerdings, wenn sie mit Journalisten sprechen, dann meistens unter einem falschen Namen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das man in der Gesellschaft so ganz offen nicht aussprechen oder besprechen kann, weil das auf
Unmut trifft, während ein Teil der Gesellschaft aber wiederum das Gefühl hat, dass eben immer die gleichen Familien betroffen sind von der Einberufung und eben von den Kämpfen an der Front. Auf jeden Fall eine sehr angespannte Lage in der Ukraine, während sich Russland auf einen langen Krieg einstellt und in Kharkiv eben langsam wieder vorrückt. Daniela Brugger, vielen Dank dir für die Eindrücke aus Kiew. Vielen Dank. Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem darüber, ob Österreich nun tatsächlich von Italien wegen dem Brenner-Transitstreit geklagt wird. Und über gefährliche Orcas. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Alicia Prager. Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Streit um die Tiroler Antitransitmaßnahmen, bei denen der Verkehr auf der Brennerstrecke eingeschränkt wurde, hat der Europäische Gerichtshof EuGH jetzt den Weg freigemacht für eine Klage von Italien gegen Österreich. Der EuGH gibt damit zum Teil der italienischen Kritik recht, dass durch diese Maßnahmen der freie Warenverkehr in der EU eingeschränkt werden würde. Dass die EU-Kommission deshalb selbst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich beginnt, darauf wurde allerdings verzichtet. Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini hat jetzt angekündigt, dass er Österreich wegen den Maßnahmen klagen wird. Wann genau das passiert, ist aber noch nicht bekannt. Die österreichische Politik hat noch nicht auf das neue Urteil reagiert. Zuvor hat man die Maßnahmen aber mit dem Schutz der lokalen Bevölkerung und der Umwelt begründet. Zweitens, Josef Fritzl, der im berüchtigten Inzestfall von Amstetten verurteilt wurde, soll in den sogenannten Normalvollzug verlegt werden. Das heißt, dass seine Haftbedingungen in Zukunft weniger streng sein sollen. Diesen Beschluss haben die zuständigen RichterInnen heute bekannt gegeben. Der Grund sei die fortschreitende Demenz des 89-Jährigen, weshalb er nicht mehr so gefährlich sei wie früher, so seine Anwältin. Der Fall rund um Fritzl wurde im Jahr 2008 bekannt, als an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass er seine Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten hatte und mit ihr 7 Kinder gezeugt hatte. 2009 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Und drittens, Orcas haben spanischen Medienberichten zufolge erneut eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Die zwei Besatzungsmitglieder der 15 Meter langen Yacht haben zuerst dumpfe Schläge bemerkt. Als dann Wasser in das Boot eingedrungen ist, haben sie einen Notruf abgesetzt. Die zwei Segler konnte man bergen, die Yacht ist jedoch gesunken. Es ist bereits der 7. derartige Vorfall seit 2020. Warum die Orcas es seitdem immer wieder auf Boote abgesehen haben, ist noch nicht vollständig bekannt. Laut WissenschaftlerInnen wäre es möglich, dass die Tiere nur spielen wollen oder aber auch, dass sie ein traumatisches Erlebnis mit Booten hatten. Mehr dazu können Sie auf jeden Fall auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie dann auch gleich alle anderen wichtigen Neuigkeiten zum heutigen Tag. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das rein? Da geht es in der neuen Folge um die Frage, ob ein 25.000 Euro Erbe für alle ohne irgendwelche Bedingungen eine gute Idee wäre. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcasts oder Spotify oder was auch sonst, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem meine Kollegin Clarissa Donati mitgearbeitet. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hold up.
Hallo, mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standardforum durch KI und Machine Learning Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sichereren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at/wirsuchen.